mein Gott! Oh, mein Gott! Einfach der Trailer von GTA 6! Oh, schaut mal! Heiliger Bimba! Schrei nicht so, der Hundesohn! Was? 2025? Was? Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat der Trailer gefallen. Das ist Jacob Wilson, CEO von GTA 6. Ich weiß, ihr habt sehr lange gewartet, aber jetzt ist es endlich da. GTA 6! Theoretisch gesehen ist GTA 6 noch nicht da, sondern nur der Trailer und mit dem können wir jetzt nicht so viel anfangen, um ehrlich zu sein. Ja, hat recht. Wo bleibt denn GTA 6? Das ist ja nur der Trailer. Das sollte jetzt nicht respektlos sein. Ich wollte nur sagen, dass wir noch immer auf GTA 6 warten. Oh, nein. Es war auf gar keinen Fall respektlos. Deine Aussage war schon richtig. Ich kann den Mann verstehen. Er will unbedingt GTA 6 spielen. Das freut uns. Er wird schon bald das neueste GTA in den Händen halten. Also sind Sie nicht sauer wegen meiner Aussage? Nein, wieso sollte ich? Ja, keine Ahnung, ich wollte euch halt nicht Druck machen und deshalb wollte ich noch sagen, dass halt GTA 6 noch immer im Himmel. Er kann GTA 6 im Himmel spielen. Will noch was zu GTA 6 wissen? Du? Heiliger Furzgesicht, nein, danke. Hab ich mir schon gedacht. Nee, das ist nur eine Banane, keine Sorge. Bitte geben Sie die Banane runter. Nee, ehrlich, das ist nur eine Banane, schauen bitte Sie. Bitte nicht, Mama. Spaß, ist wirklich nur eine Banane. Josef! Oh, mein Bein, das war mein Bein! Er hat ihn getroffen, das war mit Absicht! Ja, die Finanzen waren gut. Ich fand die Finanzen ziemlich gut. Boss, eine Frage. Der Trailer ist jetzt draußen. 100 Millionen Aufrufe nach einem Tag, nur so nebenbei. Was? Echt? Ja! Oh mein Gott! 100 Millionen? Wir haben das gemeinsam geschafft! Fortnite kann sich verpissen! Ja! Mein Gott, das ist ja krass! Das ist wirklich krass! Das ist krass! Bauen, Wand, Treppe! Oh, verpisst euch! Verpisst euch! Ja! Fortnite! Pfui, Kaki, pfui! Den haben wir es gezeigt! Oh, den haben wir es gezeigt! Guckt hier, meine doofe Spitzhacke! Dann will ich spielen! Fortnite, was ist das? Ja, voll langweilig, dieses Fortnite. Pfui! Pfui! Oder diese komischen Tänze. Nee, okay, stopp, nein. Die Tänze, die sind echt cool. Du musst jetzt nicht so übertreiben. Komm, hör auf damit. Jeder mag die Fortnite-Tänze. Ich will nichts mehr dagegen hören. Hör auf damit. Setz dich in, du Hundesohn. Yeah! Was übertreibst du? Diese Fortnite-Tänze müssen wir auch in GTA 6 integrieren. Ben, schreib das auf. Wir hassen Fortnite. Was ist das? Kommt mir ein 6-jähriges Kind angeschissen, der mir 1:1 den Burj Khalifa in Dubai nachbaut, nur weil ich ihn mit einer Shotgun nicht einmal getroffen habe. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Ich habe geschossen und die... Furzkopf, chill! Ich will zocken und nicht die Wolkenkratzer von Dubai nachbauen. Boss, ich wollte ja was fragen. Der Trailer ist ja draußen. Was machen wir jetzt? Gute Frage, Michael. Gute Frage. Und? Was? Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Hä? Deine Frage war gut. Aber ich habe keine gute Antwort. GTA 6 ist nicht fertig. Um ehrlich zu sein, haben wir nicht einmal begonnen, das Spiel zu entwickeln. Hey, ihr Nerds! Können Sie uns einfach Game Designer nennen und nicht Nerds, weil ohne uns würde Ihr Unternehmen pleite gehen. Okay, Game Designer Nerd. Was gibt's? Sag mir, wie weit seid ihr? Mit was? GTA 6. GTA 6? Bist du ein Papagei, der mir nachplappert, oder was ist jetzt deine Mission? Boss, wir sind gerade noch dabei, GTA 5 abzudaten. Oh? Ja, Sie wollten doch, dass GTA 5 noch krasser wird. Wollte ich das? Ja. Yeah. Oh. Sie wollten coolere Autos, neue Gebäude und, keine Ahnung, lauter Schnickschnack. Wollte ich das? Ja. Yeah. Oh. Ich habe Ihnen sogar geraten, lieber GTA 6 zu entwickeln. Und? Sie haben Nein gesagt. Habe ich das? Ja. Oh. Okay, mein Fehler. Die haben mit der Entwicklung nicht begonnen wegen mir. Aber wie ich mich kenne, hatte das sicher einen wichtigen Grund. Boss, wieso sollten wir GTA 6 noch nicht entwickeln? Pablo, hör zu. Ich heiße Mark. Marco. Wir können GTA 6 noch nicht entwickeln wegen einem wichtigen Grund. Und der wäre, meine Tochter ist 5 Jahre alt. Wenn wir jetzt GTA 6 entwickeln, ist nicht cool, oder? Weil sie ist 5 Jahre alt und GTA 6? Es wäre doch viel cooler, wenn sie 6 Jahre alt wäre und ich GTA 6 entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Es ist einfach komisch. Es fühlt sich nicht richtig an, hier so drinnen. Ich warte, bis sie 6 Jahre alt ist, dann passt es perfekt. Ich liebe meine kleine Tochter Ashley. So klein, so mini und so süß. Die kleine Bitch liebt aber die Mutter mehr. Sie liebt die Mutter mehr. War das also der Grund, wieso sie so lange für GTA 6 gebraucht haben? Ja. Das Spiel ist noch nicht fertig? Nope. Das kann nicht sein. Doch. Die armen Leute, die warten auf das Spiel. Und wir haben die Leute angelogen und gesagt, dass das Spiel im Jahr 2025 kommt. Wo haben wir das gesagt? Huh? Wo steht das? Was meinen Sie? Wo steht, dass das Spiel im Jahr 2025 kommt? Boss, Sie haben im Trailer geschrieben, coming 2025. Das bedeutet so viel wie, kommt im Jahr 2025. Ja, genau. Aber wir haben nicht geschrieben, was im Jahr 2025 kommt. Trailer Part 2. Viel besser und länger als der erste Part. Falls ihr geglaubt habt, dass das Spiel im Jahr 2025 kommt. Nicht meine Schuld. Wo steht das? Wo? Wo? Chef, Sie wollen ernsthaft einen zweiten Trailer veröffentlichen, anstatt das richtige Spiel? Jupp. Das ist ehrenlos! Absolut ehrenlos. Wir sind Rockstar Games und nicht eine Hilfsorganisation. Wir dürfen ehrenlos sein. Chef, ich sage es ganz ehrlich. Wenn das so weitergeht, dann bin ich raus. Ich mache nicht mehr mit bei GTA 6. Na gut, verpiss dich. Ah, das ist also der Dank dafür. So wird man hier also behandelt. Was? Also was gesagt? Das reicht mir. Ich gehe. Aber ich gehe nicht nach Hause, sondern zu Epic Games. Zu den Machern von Fortnite. Der kleine Hundesohn will zu den Architekten rüber. Das ist schon sehr ehrenlos. Wir sind Rockstar Games und nicht eine Hilfsorganisation. Wir dürfen ehrenlos sein. Ich werde alles hier leaken und ich werde den Leuten auch sagen, dass es nicht einmal GTA 6 gibt. Ihr wartet für nichts und auch das Jahr 2025. Ich hatte keine andere Wahl. Und was ist eigentlich mit den anderen Mitarbeitern? Was soll sein? Ja, sind die nicht zur Polizei gegangen? Weil die haben ja das Ganze doch gesehen. Nee, die haben es nicht der Polizei gesagt. Die hatten keine Zeit. Marco, ich heiße noch immer Marc. Gute Neuigkeiten. Wir beginnen mit der Entwicklung von GTA 6. Ist Ihre Tochter 6 Jahre alt? Sie hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Ashley. Boss, das hört sich gut an. Ran an die Arbeit. Bevor wir irgendwas machen können, schreiben Sie bitte eine Liste mit Dingen, die in GTA 6 kommen sollen. Okay. Nichts einfacher als das. Ich werde mit meinem Team ein Meeting vereinbaren und gute Ideen liefern. Sir, Sie haben kein Team mehr. Ach so. Ah ja. Hey, willkommen im Rockstar-Team. Moin. Ihr seid meine neuen Mitarbeiter. Das freut uns. Ja. Was ist eigentlich mit dem alten Team passiert? Die sind alle krank geworden. Ach echt? Ja, eine neue Krankheit. Lakshnini oder so. Lakshnini? Ja, Lakshnini oder Lakshnunu, irgendwie so. Hab ich noch nie gehört. Freunde, Themenwechsel. Wir sind hier wegen einer Sache da. Wir brauchen Ideen für GTA 6. Ich versuche in das Spiel das reinzubekommen, was jeder möchte. Hier. Geht es mir gar nicht ums Geld. Nee. Wie wäre es mit guter Musik im Auto? Ja? Ja? Man kann zum Beispiel, seine eigenen Lieder aussuchen und beim Fahren hören. Das hört sich gut an. Ja, machen wir das. Für $20 im Monat. Ja, okay. Ja, 20 GTA-Dollar sind nicht viel. Eine Mission und das Geld hat man eh wieder drin. Nein, nicht GTA-Dollar. Echtes Geld. Man zahlt mit echtem Geld. Damit sich GTA 6 noch realer anfühlt, bringen wir das Real Life System Network ins Spiel. Das heißt, wenn du Geld im Spiel ausgibst, dann wird es von einer echten Kreditkarte abgebucht. Ihr wolltet ja, dass sich das Spiel real anfühlt. Ja, hier habt ihr es. Boss, wer bekommt das Geld eigentlich? Welches Geld? Ja, die $20 zum Beispiel, die wir wegen den Liedern im Auto einnehmen. Ach so, ein Großteil dieses Geldes geht an eine Hilfsorganisation. Ah, okay. Das ist gut. Das ist gut. Ja, somit können wir Sympathien aufbauen und kommen daher besser bei den Spielern an. Ja, gut erkannt. An welche Hilfsorganisation wird eigentlich das Geld gespendet? Ja, genau. Wie heißt sie? Die hat einen leichten Namen. Sie heißt... meine Brieftasche.
Parkplatz. Dahin wird alles gespendet. Vertraut mir, nach GTA 6 werde ich Elon Musk als reichsten Mann der Welt ablösen. Ka-ching. Boss, sowas können wir doch nicht machen. Wieso nicht? Das macht man einfach nicht. Nee, sorry, aber wenn das so weitergeht, dann bin ich raus. Oh. Ja, ich auch. Vergessen Sie mich. Ihr geht nirgendwo hin. Was macht er mit der Banane? Hat er Hunger oder was? Genauso ist es passiert. Spaß. Oder vielleicht doch. Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass GTA 6 nicht vor dem Jahr 2025 kommt. Falls du auch gespannt auf GTA 6 wartest, dann gib dem Video ein Like und kommentier in den Kommentaren diesen Emoji. Ich will sehen. Wer ist gespannt auf GTA 6? Ey, schreib mir auch in die Kommentare, welches GTA dein erstes Spiel war. Zum Beispiel bei mir war es GTA Vice City auf der PSP. Als klitzekleines Dankeschön blende ich mir immer drei Kommentare von euch ein. Wupp. Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.